Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brick World zu einem weiteren Update, zum letzten Update hier im November und zum Abschluss des Monats kehren wir nochmal sozusagen hinter den Tisch zurück, dort hinten unter der Grundschule oder beziehungsweise in dem Felsen. Dort haben wir das letzte Mal ja angefangen, auch im Untergrund weiterzubauen an unserer Bunkeranlage, die ja zweckentfremdet ist für ein Labor hier im rechten Bereich. Und da werden wir heute ein ganzes Stück weiter nach rechts voranbauen, damit einiges im Untergrund geschehen, also bleibt auf jeden Fall dabei. Wir starten hier direkt neben dem, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und zwar seht ihr hier schon mal Do Not Cross. Das sind übrigens bedruckte Fliesen von meinem Partner TrixBricks. Kennt ihr von den ganzen Schienen, aber die machen inzwischen auch bedruckte Fliesen und ganz viele andere Sachen davon. Sind jetzt diese Do Not Cross Fliesen, die ich unter anderem jetzt hier nutze. Und das hier wird der nächste Bereich werden. Ihr seht auch hier, dass die Säulen, die ich hier drin habe, zum größten Teil drin bleiben und einfach versteckt werden, denn die Säulen halten ja oben drüber das Ganze und die will ich jetzt nicht unbedingt alle rausnehmen. Deshalb werden die alle sehr schön umbaut werden zum größten Teil. Und ihr seht jetzt schon, worum es hier geht, und zwar hier sind die Dinos, denn das Ganze ist ja ein Labor, in dem Dinos gezüchtet werden und da sind die kleinen Raptoren, das ist sozusagen der erste Raum, in dem die Raptoren und andere kleine Dinos gezüchtet, gehalten werden, sage ich mal. Und ich habe sehr, sehr lange überlegt, wie ich hier diese Absicherung mache, wie ich hier die Türen mache, ob ich da Fertigelemente nehme, ob ich da irgendwas selber baue. Hat einige Zeit gedauert. Ich habe vieles ausprobiert und das ist das, was ich machen werde. Da sieht das Ganze dann so aus. Hier ist ein kleiner Sprung nach vorne. Wir haben hier übrigens kalt weißes Licht, weil das finde ich ganz praktisch. Zwei neue Einwohner, einen Wissenschaftler und ein Sicherheitsmann hier. Und da hinten seht ihr jetzt das kleine Gehege der Raptoren. Übrigens in Gen seht ihr links das Logo. Das ist die Firma, die in den Jurassic Park / Jurassic World Filmen sehr, sehr viel mit der ganzen Dinosaurierzucht zu tun hat. Haben ja einige vorgeschlagen, hatten einige den Wunsch, dass wir InGen sozusagen als Basis nutzen. Und ihr seht hier, das da ist jetzt der Bereich, den wir gleich noch zubauen müssen. Und dann können wir weiter nach rechts bauen. Also nach und nach, nicht unbedingt heute, wird hier alles mit Story-Elementen zugebaut. Wir werden nach und nach alles verkleiden und da seht ihr, es ist schon der nächste Schritt nach vorne. Wir sehen jetzt hier einen Pflanzenfresser, der hat hier noch ein bisschen was zu futtern und das ist jetzt sozusagen im Querschnitt eine der, ja, ich will jetzt dauernd Zellen sagen, was sind die eigentlich, Gehege, sag ich mal. Ihr seht auch das ganze Kabelwirrwarr hier, das wird also nach oben kommen, aber hier sind sehr, sehr viele Beleuchtungselemente im Einsatz, deshalb sind hier auch sehr, sehr viele Kabel, aber ihr seht, wohin das Ganze jetzt hier geht. Da hinten seht ihr noch ein paar Bildschirme, das sind alles Aufkleber, die ich genutzt habe, offizielle Aufkleber aus Jurassic World Sets. Hier noch ein paar Container, auch mal ein bisschen Futter und hier noch eine Lampe in einem warmeren oder wärmeren Licht, einfach ein bisschen Kontrast reinzubringen. Und hier seht ihr auch, dass ich jetzt angefangen habe, hier das Ganze fertig zu verkleiden. Das heißt, nach oben hin, wo unser Schulgarten ist, nach unten zu diesem geheimen Labor, das wird alles nach und nach verkleidet, dann seht ihr längs jetzt schon mal, wie es werden wird. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Teil sozusagen. Ihr seht, im Querschnitt ist dieser kleine Bereich jetzt fertig mit diesem Pflanzenfressen, Dinosaurier, dessen Name mir entfallen ist. Wir haben hier noch einen Sicherheitsmann, damit kommen wir auf 811. Einwohner da hinten ist noch eine Tür. Das ist auch jetzt wieder so eine Art Fake-Tür, sage ich mal, einfach um mehr Tiefe in das Ganze reinzubringen. Dahinter ist jetzt nichts mehr gebaut. Und hier oben seht ihr jetzt, wo wir schon sind, fast schon am Ende des Schulgeländes. Ich habe jetzt hier noch den Pfosten erstmal rausgenommen, damit ich hier besser arbeiten kann. Der ist auch wieder eingebaut, damit das Ganze schön stabil ist. Und hier die Verkleidung des Ganzen machen wir dann noch, wenn wir in einem der nächsten Updates soweit sind, dass wir da nicht mal an die Kabel müssen, damit hier alles schön abgeschlossen. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall heute noch ein bisschen weiter nach rechts bauen. Kleine Info, es sieht vielleicht nicht nach so viel aus, aber es frisst doch einiges an Zeit, vor allem weil die Mauerkonstruktion aus sehr, sehr vielen kleinen Steinen bestehen. Ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, auch mit der Beleuchtung und es ist einfach eine sehr kleinteilige Arbeit, vor allem hier rein wieder einzubauen, ist alles nicht so einfach. Deshalb sieht es vielleicht nach nicht so viel aus, aber zeittechnisch und steinetechnisch ist hier einiges zusammengekommen und das sieht jetzt das Finale in der Hinsicht für heute. Ich habe rechts nochmal ein bisschen weitergebaut. Da seht ihr jetzt nochmal Beleuchtung, nochmal eine Dame, die hier an einer Konsole arbeitet. Hinten nochmal das InGen-Logo.
und hier einfach noch ein bisschen Detailreichtum eingebaut, damit das Ganze einfach hier ein bisschen storytechnisch vorangeht. Mal schauen, wie es dann noch weiter nach rechts geht. Ich habe noch ein paar Ideen, da schauen wir gleich nochmal rüber. Aber erstmal noch ein bisschen Einblick in das, was wir heute alles so geschaffen haben. Ich bin ganz zufrieden, es ist ungefähr der Look, den ich mir vorgestellt habe, auch in Verbindung mit dem Teil hier links. Da seht ihr links das Labor, in dem die Eier ausgebrütet werden. Und hier seht ihr den anderen Teil unseres bisherigen Bunkerbaus. Oben noch ein Stück vom Schulkeller. Aber ihr seht, da ist einiges inzwischen zusammengekommen. Es schließen sich nach und nach die Lücken. Wir haben storytechnisch hier einiges mit drin. Und wenn es jetzt hier weiter nach rechts geht, da werden wir dann auf jeden Fall das Labor noch ein bisschen weiterbauen. Und zwar denke ich, dass wir ungefähr bis an diese Stelle, das ist das Ende des Moduls, das Labor weiterbauen. Das wird dann auch nochmal fortgeführt in weiteren unterirdischen Ebenen. Ab hier weiß ich noch nicht genau, was wir hier drin machen, aber hier unter der Straße werden wir auf jeden Fall nochmal einen Kanal einbauen. Vielleicht mache ich irgendeine Verbindung zwischen Kanal und dem Labor. Vielleicht kann man da noch einen entlaufenden Raptor oder sowas einbauen. Auf jeden Fall möchte ich hier die ganze Straßenseite oder die ganze Seite hier rüber noch weiter storytechnische Ideen einbauen. Ihr seht, die Kabel sind mehr geworden, aber das machen wir, wie gesagt, alles erst zu, wenn hier das so zugemacht werden kann. Anderes Thema, wir haben das letzte Mal hier diese Einfahrt angefangen von dieser Tiefgarage. Da kamen sehr, sehr viele Kommentare und wie ich mir das schon gedacht habe, wir werden es ein bisschen umbauen. Und zwar werden wir es deutlich weniger steil machen. Wir werden vermutlich auf 2 Etagen gehen, dass es eben jetzt hier nicht mehr so tief ist. Und dann gibt es die Idee, dass einige meinten, man könnte tatsächlich das keine Tiefgarage machen, sondern ein Parkhaus, dass man nach oben noch ein bisschen was sieht. Dazu gerne in die Kommentare eure Ideen. Manche meinten auch, man könnte die Tiefgarage, die da hinten geplant ist, komplett hier durchziehen und daraus eine Tiefgarage machen. Auch dazu gerne Kommentare unter das Video, was ihr dazu denkt, denn wie gesagt, das ist jetzt Planungsphase in dem Bereich, da können wir noch einiges machen. Wollt ihr auch überirdisch da oben über der Stützmauer ein Parkhaus mitsehen in Kombination mit der Tiefgarage oder nur Tiefgarage? Wenn das Parkhaus da hinkommen würde, würde natürlich das Gebäude, das rote, einfach weiter nach rechts rutschen. Und was wir auf jeden Fall in absehbarer Zeit machen, ist, dass wir jetzt hier endlich das hier fertig bauen, zumindest von außen. Das Paket ist nur irgendwo, ich habe keine Ahnung, ich brauche die roten Fliesen. Und was ich auch machen werde, was viele angesprochen haben, ich finde, das Dach geht zu weit nach unten, deshalb werden wir nochmal ein bisschen die Mauern aufbocken. Ein, zwei Bricks, mal schauen, wie es aussieht, damit hier da ein bisschen mehr Luft runterkommt. Und dann werden wir auch in absehbarer Zeit hier noch ein Auto hinbauen. Hier kommt noch eine Straßenlaterne und dann wird der ganze Bereich hier nach und nach auf jeden Fall fertig, auch mit den Untergrundgeschichten. Ansonsten würde ich sagen, mache ein paar Blicke auf das Ganze, damit wir auch sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Und dann kommen wir bald in den Dezember, letzter Monat des Jahres. Mal schauen, was uns da noch alles erwartet. Auf jeden Fall wird es einen Jahresrückblick geben. Und dann schauen wir mal, was sich alles in diesem einen Jahr getan hat. Und Spoiler-Alarm, es ist unglaublich viel. Ich habe mir mal ein Video angeschaut von Anfang Januar. Und dann könnt ihr auch mal machen, dann seht ihr mal, was sich hier alles tatsächlich in der Brickworld getan hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.